Hallo und herzlich willkommen zurück zu RimWorld. Ich bin Dr. Wolfsherz und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. So, Blick auf die Kolonie. Wir warten auf Holz. Langsam müsste es durch den Frühling auch wieder ein bisschen wärmer werden, dass das hier kommt. Sonst müssen wir es bei einem Händler kaufen, damit wir die letzten oder die nächsten Zimmer einrichten können. Außerdem fehlen hier noch ein paar Stühle, sehe ich gerade. Aber so alles in allem werden die Quartiere langsam wohnlicher und das gefällt mir sehr gut. Alle Möbelstücke geben auch immer ein wenig Qualität für den Raum. Kann man hier sehen. Dieser Raum hat eine Schönheit von 4,1, 4,5, 4,6, Moment. Das ist der falsche. Moment. Wo ist er denn? Wo ist denn nochmal das Raum-Overlay? Da, ich wollte gerade sagen. So. Okay, natürlich kommt jetzt erstmal ein Feuer, aber jetzt gucken wir mal eben. Also das hier ist ein fast eindrucksvolles Zimmer. Reichtum mittelmäßig, Freiraum mittelmäßig. Ja gut, ist ein bisschen klein, das stimmt. Aber schön und sauber. Also fast eindrucksvoll ist schon okay. Fast eindrucksvoll. Das ist doch dafür, dass die so klein sind, ganz gut. Ja, das hier ist eindrucksvoll, weil es halt eben halt sehr groß ist. Das hier ist eigentlich völlig egal. Aber jetzt gucken wir erstmal. Oh, hier ist das passiert. Ja, hier kann nicht viel kaputt gehen. Ist auch schon gelöscht. Jetzt müssen wir nur schauen, ob die Tür und alles noch richtig verbunden ist. Ja, ist genauso, wie es sein soll. Tür ist an diesem Stromstrang. Die Geschütze an dem hier, damit wir es abschalten können. Und auch sonst alles richtig so. Ja, die schweren Geschütze leider noch nicht in Aktion gesehen. Vielleicht ja diese Folge mal schauen. Und ansonsten alles ebenfalls. Beim Alten hat sich nichts geändert zur letzten Folge. Ihr wisst ja, normalerweise gibt es auch keine Sprünge bei mir, mit wenigen Ausnahmen. Seht ihr immer alles, was ich auch spiele und mache. Gut, ja, wir lassen die Zeit weiter schnell laufen und gucken, was passiert. Auf jeden Fall verlässt uns gerade die Gruppe von den Miabru mit einer Wertung von 100. Das heißt, bei denen sind wir nur noch bei plus 75. Mit der Zeit nimmt ja auch immer ein bisschen was ab. Aber der Besuch hat jetzt halt eben auch mal wieder für ein bisschen Bonus gesorgt. Ich sehe gerade, dass die Badezimmer noch komplett unbeleuchtet sind. Also die Gefängnisbadezimmer. Da würde ich sagen, kommt nochmal ein Lämpchen rein. Machen wir hier genau gegenüber jeweils. Sonst ist das ein bisschen düster. Und wir erforschen gerade den Flachbildschirm. Der ist auch ja, fast fertig erforscht, so dass wir bald unser Kino machen können. Ich hoffe, dass der hier nicht verloren ist. Nee, Grashüpfer. Zweiten Forschungstisch haben wir in der letzten Folge gebaut, damit wir ein bisschen schneller sind und das klappt auch. Forschung hat ordentlich Fahrt aufgenommen seitdem. Und was kommt danach? Natürlich der Vitalmonitor, die Tiefenbohrung und der Tiefenscanner. Vitalmonitore, damit wir die Krankenstation dann endlich mal... Ja, fresst alles weg hier, ist in Ordnung, liebe Hunde. Das ist irgendwie doof, ne? Das ist tatsächlich nicht so gut. Weil die tragen es natürlich auch sofort wieder hier rein, das ist schön. Aber irgendwie brauchen wir eine Kammer mit Futter für die Hunde, glaube ich. Ja, einfach was reinlegen ist jetzt nicht so schön. Könnten die Kammer ein bisschen vergrößern hier, dann müssten wir das Ding nochmal nach oben versetzen. Das ginge schon. Und dann könnten wir hier hinten noch ein bisschen Kühlschränke für die Hunde bauen. Aber ist irgendwie auch doof, oder? Ein Großhändler, ein Handelsschiff. Sehr schön. Keldor, wo bist du? Da, ganz schnell zum Funkgerät. Ihr wisst ja, wir kaufen immer Bauteile und sowas alles. Aber vielleicht hat er auch Holz dabei. Und jawohl, der hat Holz dabei. Und zwar eine ganze Menge. Das kaufen wir komplett. Können wir hier unten auch direkt schon am Anfang mit dem Verkauf. Das bleibt alles. Das bleibt auch.
Das bleibt. Den Stahl müssen wir nicht kaufen. Könnten wir, aber lassen wir sein. Psychitee sehen wir gerade. Das haben wir wahrscheinlich geschenkt bekommen, als die Besucher da waren. Die ganzen Fälle, die kommen auf jeden Fall wieder weg. Auch die Nanofaser. Und ansonsten noch könnten was vom Stoff verkaufen. 5200 ist definitiv zu viel. Dann sind wir schon wieder im Plus. Die Bauteile kaufen wir, wie gesagt. Neutramin haben wir noch genügend. Kartoffeln und Mais. Also wir haben sehr viel Mais. So. Dann soll es das mal sein. Biberfleisch behalten wir. Ja, und die Tiere behalten wir natürlich auch alle. Da geben wir nichts von ab. Und jetzt machen wir den Deal komplett. Hier landet das Zeugs. Da ist eine wilde Heilwurzel. Ich dachte gerade schon, hey, das habe ich doch nicht gekauft. Ja, wichtig halt Holz. Und wird auch schon direkt eingebaut. Man hört es schon. Düder direkt fleißig dabei. So, was kommt jetzt noch rein ins Zimmer? Natürlich ein Regal oder eine Kommode. Ich finde die Kommode schöner. Ist so ein bisschen schade, dass wir die Textur davon in einigen Räumen nicht sehen. Also in diesen Räumen sehen wir es. Lieber so oder lieber so? Ich finde ja so ganz schön. So. Ja, und dann natürlich auch hier in den neuen Zimmern direkt. Und da können wir dann noch die Tische bauen. Ich habe tatsächlich noch einen Raum vergessen. Und die guten Stühle, wo sind sie? Bei Möbel Plus, die quadratischen. Sehr schön. Und dann sind die Zimmer natürlich pickepacke voll. Mein Gott, was haben wir denn hier alles? Also den Großhändler haben wir schon gesehen. Oh, den Waffenhändler. Den würde ich auch gerne noch ansprechen, bevor Keldor jetzt schlafen geht. 3 Uhr. Warum schläft er eigentlich noch nicht, ist die Frage. Vielleicht ist er auch schon wieder wach. Den Waffenhändler. Den müssen wir dringend noch anfunken, weil wir haben so viel Müll. Revolver, Schrotflinte, leichte Maschinenpistole, Kurzbogen, Pistole, Langbogen, Pistole, leichte Maschinenpistole, Revolver, Pistole. Repetiergewehre lassen wir natürlich da. Das Sturmgewehr kommt auch weg. Repetiergewehr bleibt da. Die Splittergranaten benutzen wir eh nicht, die kommen weg. Ja, dann sind wir ganz schön was losgeworden. Ach, die Messer, natürlich. Messer, Messer, Messer. Stahlgladius in schlecht kommt auch weg. Sehr schön. Der hat günstig Bauteile. Das Lager sieht schon wieder deutlich aufgeräumter aus. Oder sagen wir, nicht aufgeräumt, sondern geräumiger. Und unsere Schatzkammer, die ist zum Bersten gefüllt. Die ist eigentlich zu klein. Die Forschung des Flachbildfernsehers ist übrigens fertig. Das heißt, sobald ich das finde, unter Entspannung natürlich, da gibt es jetzt den dicken Flachbildfernseher. Wir verschenken Potenzial, wenn wir es so hinstellen. Warum sieht er, wenn ich den seitlich stelle, so aus? Ach so, okay, ja, alles klar, verstehe. ja, ist ein bisschen komisch. Man guckt, so gucken wir aufs ganze flache Bild und so gucken wir, steht das Gerät quasi von der Seite. Wir gucken nicht von oben.
Ja, ich stell's so hin. Das heißt, in den unteren Bereich. Ich glaube, wir machen hier Teppich rein. Böden, nicht Entspannung. Böden. Ich möchte hier meinen schönen grauen Teppich drin haben. Bauteile übrigens hier für den Flachbildfernseher. Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Aber das ist natürlich ordentlich teuer, mein lieber Schwan. So, das soll es sein. Und ja, kommt ganz klar dann noch Sessel rein, und zwar bequeme Sessel. Wir könnten hier so eine große Couch hinbauen. Ich glaube, ich mache das einfach mal so. So, und jetzt müssen wir einfach nur noch warten. Bin ein bisschen still gewesen gerade, hab nämlich überlegt. Aber so ist es, denke ich, dann die fertige Ausbaustufe. Zwei große Couchen finde ich persönlich besser als ganz viele einzelne Sessel. So können die Leute, ne, die... Oh, wer hat denn da eine Behandlung nötig? Düna, was ist passiert? Oh, Grippe! Was? Moment. Ah, nein! Oh, weh, oh, weh, oh, weh, oh, weh. Ja, sehr schön. Das habe ich in meinen Überlegungen und während des Baus total übersehen. Kuzia, Templi, Shadow, Keldor und Düna haben Grippe. Das heißt, sie legen sich auf jeden Fall ins Bett. Die meisten werden hier schon sein, ja. Das sieht schon mal gut aus. 1, 2, 3, 4, 5. Jawohl, das passt. Wir gucken mal kurz in den Gesundheitstab. Und eine Grippe ist zwar nicht so super gefährlich, aber nichtsdestotrotz muss da was gemacht werden. Düna, Selbstversorgung, ja, warum, nee, eigentlich nicht. Wir haben noch Doodlecake, der die Behandlung machen kann. Da müssen wir das nur jetzt ausnahmsweise bei Doodlecake mal hochstellen, denn das ist gerade ganz wichtig. Der macht jetzt Arzt als Prio 1. Piratenhändler. Damit können wir eigentlich nichts anfangen. Aber die nächsten exotischen Händler, den brauchen wir ganz dringend, weil ich habe natürlich noch eine weitere Mod aktiviert. Ich habe das schon angekündigt. Ist uns vor unseren Augen tatsächlich so eine Tür kaputt gegangen. Ich habe angekündigt, dass wir eine Mod aktivieren werden, die ich für besonders wichtig halte, nämlich die
Ja, die heißt Tradable KI Persona Core. Das heißt der handelbare KI-Kern. So, jetzt macht Askarium hier die Behandlung. Was macht Doodlecake denn, bitteschön? Sieht fern, ich glaube, es geht los. Jetzt spielt er Billard. Nee, das kann ja nicht sein. Füttern. Sind die alle schon behandelt? Gesundheit, die sind schon behandelt, okay. Kann man hier an der gestrichenen Linie sehen. An der weißen gestrichenen Linie. Wenn die wieder so ganz blassgrau wird, dann ist wieder eine neue Behandlung nötig. Okay, ich sehe gerade, dass wir bei einigen noch die beste Versorgung anhaben. Das muss natürlich runter. Das sind die neuen gewesen jetzt. Wir machen hier die Versorgung nur in Anführungsstrichen mit Kräutermedizin bisher. Bis wir dann die bessere Medizin in ausreichender Menge haben. Wobei wir haben 40, wir könnten hier jeweils 10 reinpacken. Wie sieht denn da eigentlich unser Job aus? Was haben wir denn eingestellt? Ja, 40, das passt ja. Ja, pass mal auf. Ist jetzt nicht der beste Zeitpunkt gerade, aber ich mach's trotzdem. Lager. Wo ist denn die Medizin? Hier kommt jetzt richtige Medizin rein und keine Kräutermedizin. Die Einstellung kopieren wir. Und jetzt machen wir Wähle Ähnliches. 1, 2. Das wir tatsächlich so machen. Und dann Einstellungen. Ja, von wegen. Nicht funktioniert. Einstellung. Einfügen. 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 So, jetzt müssten gleich die Hunde hier aktiv werden. Boah, sofern ich das jetzt richtig gespeichert habe. Jetzt muss ich doch nochmal nachgucken. Ja. Okay. Eine Vorratskapsel. Mit, schon wieder nur irgendwelche Felle, Großkatzenfell. Ja gut. Die Hunde können es nicht dringend. Das war falsch. Wir erlauben es, aber nicht dringend, weil sonst gehen nämlich unsere Leute. Aber die Hunde können es halt auch so ohne dringenden Auftrag holen. Das ist raus. Jetzt ist die Frage, ob die kritisch eingestellt sind. Wichtig. Wichtig ist schön und gut. Meine Güte, so. Ach, ist das blöd. Die müssen auch auf kritisch. Okay. Und da kommt schon die Medizin. Ja, gut, okay. Jetzt habe ich nicht berücksichtigt, dass hier 25 reingehen von der Medizin. Und nicht nur 10, wie bei von den Mahlzeiten. Das heißt, wir brauchen insgesamt 100 Medizin. So machen wir das jetzt. Ist es immer noch in der Nähe. Und was wir jetzt auch machen müssen, natürlich bei jedem die neue Versorgungsstufe einstellen, dass die halt die gute Medizin bekommen und nicht mehr die Kräutermedizin. Kleiner Bonus ist da, wenn man diese normale Medizin gegenüber der Kräutermedizin verwendet. Man kann aber auch das ganze Spiel mit der recht einfach zu bekommenden Kräutermedizin bestreiten. Das ist überhaupt kein Problem. Von der wir übrigens noch über 250 haben. Also kein Engpass. Fleisch könnten wir uns aber mal wiederholen. Also richtig tolles ist aber auch nicht da. Buffalo, eine Geiß, 2 Steinböcke. Für die Hasen würde ich jetzt nicht einzeln rennen. Ja, und wer weiß, wo die auf der Karte sind. Es kann natürlich auch so sein, dass das jetzt, dass die so weit weg sind, diese Tiere, dass das schlecht ist. So, Kino fertig. Da liegt noch ein bisschen Müll. Die Heizung sieht hier nicht gut aus. Kommt da in der Hoffnung, dass da auch ein Rohr ist. Ist nicht.
Diese Lampen sind mir zu hell. Tja, welches reißt man jetzt ab? Na, ich hoffe das Richtige. Wir werden es sehen. Nee, natürlich nicht. Das ist das Blöde, wenn zwei da sind. So ist es vielleicht ein bisschen dunkel. Eine richtig schön gemütliche Lampe. Ich meine, die sieht schrecklich aus. Diese hier sind zu grell. Ich will mal gucken, wie der Teppich aussieht, wenn ich den da reinbaue. Hier sind sogar noch weitere Holzböden, sehe ich gerade. Da sind einige Sachen neu zugekommen zu dieser Rimkea-Mod, die ich noch gar nicht gesehen habe. Interessant. Ich möchte mir mal den Boden ansehen, der dabei ist. Und so kommen wir davon weg hier, dass alles grau ist. Von daher mache ich das direkt dort an der Küche, bei der Küchensektion. Hier haben wir doch alles da, ne? Ja, ist nur Stoff, okay. Und ja, irgendwas mit Lampen hier noch. So, so eine einzelne Walllamp in Farbe vielleicht. Da muss ich mal schauen. Möbel. Wo sind sie? Möbel Plus. Da in Rot. Gibt es denn Gelb auch? Gelb gibt es gar nicht. Schade. Gelb wäre, glaube ich, genau das Richtige. Wir können so eine rote hier reinmachen. Aber wirklich nur eine. Eigentlich so hinten, ne? Oder hier an der Seite. Komm, wir gucken mal, wie es aussieht. Schade, ne? Das wäre natürlich noch richtig cool, dass wenn er an ist, jetzt hier irgendwie so ein bisschen so ein glimmerndes Licht wäre. Dann hätte man diese Gemütlichkeit hier eben durch das Fernsehlicht. Rotes Licht beim Fernsehen ist, glaube ich, ziemlich ätzend. Mir gefällt das mit dem... Das gefällt mir nicht hier mit dem zweifarbigen Teppich. Das werde ich ändern. Da werden wir komplett den grauen Teppich reinbauen. Das ist natürlich... Sieht aus wie ein Puff. Die sind zu hell. Das ist das Problem. Ich lasse es erstmal so. So, wie sieht der Boden aus? Ui, der sieht ja total schick aus. Aber guckt euch mal den Boden an. Boah, ist der schön. Boah, ist der schön. Den hätte ich eher sehen sollen. So, da ist wieder was abgestürzt. Ein Meteorit. Sandstein. Der hat uns tatsächlich auch Stromleitung kaputt gemacht. Die werden neu gebaut. Und aufgeräumt wird natürlich auch. Ist jetzt hier nicht super nötig, aber dann wird hier auch Feuer gelöscht. Wenn die Leitungen mal von Feuer bedroht sind, ist das nicht schlecht. Ich werde jetzt hier den ganzen Bereich, ihr habt das gesehen, mit den anderen Böden machen. Der sieht so klasse aus. Eine richtig schöne, feine Textur, ne? So wie dieser hier, kann man sagen. Aber halt sehr clean dabei. Diese Platten, die sind auch okay, aber die sehen so ein bisschen schlecht aufgelöst aus. Also ist nicht so schöne Textur wie hier. Das gefällt mir wesentlich besser. Es kann sein, dass ich noch ganz viel umbaue mit diesen Steinen, weil ich das wirklich sehr gut finde. Ja, und den Holzboden, den müsste man ja eigentlich auch mal ausprobieren, ne? Dark Wood Planks.
Machen wir so ein bisschen Experimentierstation jetzt hier. Ja, lass uns erstmal fertig bauen. Okay. Ich würde sagen, für diese Folge soll es das gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn ihr mögt. Bis dann, euer Doc. Bis dann. Ciao.